Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute das Kraker NTM Ekeri Tandem Add-on für den Scania von RJL. Entweder die RS-Variante oder die R4-Variante. Ich habe mich jetzt mal für die R4-Variante entschieden. Ich habe den jetzt schon mal ein bisschen so zurecht gepimpt, aber darum geht es ja nicht. Es geht eher um den Aufbau. Ihr habt dann hier die 6x2 mit Liftachse, kann man hier schon sehen. Hängt in der Luft, hier sieht man es. Hängt in der Luft. 6x4 oder die 6x4 Tandem, da haben wir dann praktisch. Oder die normale 6x2 ohne Liftachse. Aber wir nehmen die mit Lift, weil die sieht schon mal besser aus. Da kommen wir auch gleich zu den jeweiligen Aufbauten. Oder beziehungsweise erstmal können wir ja mal hier gucken. Haben wir hier die Seitenverkleidung. So, jetzt, da ist sie. Also voll verchromt, auf der anderen Seite auch. Hier gibt es wirklich eine Menge, viele verschiedene Sachen. Auch in Farben bunt. Gibt es aber praktisch hinten auch nochmal und. Aber das ist wirklich, ja, ist wirklich viel. Da, ja, da muss man ein bisschen gucken. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht hier. Da gibt es noch eine extra Box dazu. Da ist die ganz gut. Aber da gibt es wirklich hier eine Menge. Also hier Autoline, Extra Box und. Da gibt es hier eine komplette Seitenverkleidung. Also da ist wirklich eine Menge mit dabei. Aber ich finde jetzt, wo war das jetzt hier? War das das? Ja, mit der Extra Box. Zack, die ist gut. Die will ich haben. Dann haben wir hier noch, das ist für den Schmutzfänger hinten hier. Entweder Ekeri, das hier unten, praktisch hier unten kann man das leicht erkennen. Und dann nehmen wir natürlich den Ekeri. Ich muss mal gucken, wenn man hier hingeht, dann kann man es glaube ich sogar ein bisschen erkennen hier unten. Da Ekeri. Genau. Dann haben wir natürlich auch hier hinten noch das mit den Rückleuchten. Da gibt es diese verschiedenen hier. Entweder man kann sich die auch selber zusammenschrauben hier. Zack, dann haben wir hinten die Anbaupunkte, wo man sich dann die Lampen selber anschraubt. Die originalen oder halt dann schon fertige. Ich nehme mal die Hellas Ekeri Frame Tandem. Leuchten. Ne? So. Dann haben wir hier an der Seite noch, da habe ich auch schon vorher mal geguckt. Da gibt es so Platten dazu hier. Das war ja original, aber vom Scania RJL, aber das passt jetzt hier einfach nicht. Da gibt es eine Standard NTM Coverplatte. Aber ich finde die jetzt hier recht. So, die hier fast besser, weil hier auch gleich ein kleines Lämpchen mit dabei ist. Oder? Ist kein Lämpchen. Ist bloß so eine. Ach, ein Reflektor ist es. Entschuldigung, ein Reflektor ist es. Genau. Und das brauchen wir jetzt hier. Gut. Dann geht es auch schon weiter. Dann haben wir hier natürlich die Verkleidung dazu. Muss man mal gucken hier. Da gibt es verschiedene, glaube ich, sogar. Muss man mal gucken. Genau, eine halbe. Und halt dann auch mit Mudflaps dazu. Scania, Paint, Farbe. Und wir brauchen aber die von NTM. So. Gibt es aber dann noch andere? Also gibt es eine Menge. Also. Das brauchen, da brauchen wir aber dann andere Reifen dann. In dem Fall jetzt hier. Genau. Wir bleiben bei dem NTM. Dem hier. Gut, jetzt ist hier keine Verkleidung, bloß eine Halbverkleidung, ne? Dann nehmen wir am besten mal die ganze. So, jetzt. So. Hier ist dann im Prinzip dasselbe. Da gehen wir noch ganz runter. Hier ist wohl die halbe, wir nehmen die ganze. So. Ja, so. Genau. So, dann kommen wir auch schon zum wesentlichen Punkt. Das ist unsere Ekeri-Box. Also da haben wir wirklich verschiedene. Das ist jetzt die normale Höhe. Dann haben wir die 4x4. Eher in Skandinavien anzutreffen. Bei uns eher gar nicht. Da haben wir dann auch um den Kühleraufbau. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Da haben wir dann praktisch hier jetzt nochmal zu sehen die Aussparung vom Kühler. Und da gibt es verschiedene. Die von Career Cooler, dann den Lumico, haben wir jetzt schon gesehen, Thermo King und dann den Thermo King. Das ist eher so die alte Variante. Hier haben wir die neue. So, habt ihr auch zur Auswahl jetzt hier.
Wir haben aber auch noch die Kraka-Box, natürlich auch in Farbe. Und dann hier sämtliche andere Boxen. Auch natürlich in Cool-Line-Variante. Ne? Da muss man halt dann hier den Spoiler wegmachen. Da gibt es aber einen separaten Spoiler noch. Der befindet sich hier. So, bam. So, jetzt, das dann wäre in dem Fall jetzt die richtige Variante für diesen Aufbau. Wir bleiben aber bei. Was haben wir denn jetzt hier? Ne, das war jetzt falsch. Bei der niedrigen Variante. Ja. Aber gut. Mehr gibt es eigentlich eh nicht zu erzählen. Erstmal, das war es erstmal so groß und ganz. Da schauen wir uns jetzt draußen den Rest nochmal. Okay. Na, an den LKW zu tunen, zu pimpen, das wisst ihr selber. Da brauche ich nicht viel dazu erzählen. Ziehen wir mal den kompletten Aufbau. Natürlich braucht ihr noch das Eckery Cast Add-on dazu, damit ihr jetzt hier praktisch den richtigen Trailer findet. Da müssen wir noch mal gucken, wo sie sind jetzt. Das sind alles hier normalen Standard-Trailer von Cast, aber wir brauchen die hier. Also mit diesem Dolly dran. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Hier mit Hebebühne. Größere Reifen und kleine Jumbo-Reifen und dann hier nochmal diese Abstufung. Also gibt schon eine Menge, auch in dem Fall auch die Kleintrailer vorne mit Lenkachse. Ne? Genau. Aber die Links dazu findet ihr alles in der Beschreibung. Jetzt holen wir uns mal einen Trailer, um zu gucken, ob der auch passt. Die gleichen Rücklichten wie am Zugmaschine vorne. Und am Dolly hat man ja hier auch diese Leuchten dran, ne? Schon geht's auch los. So, kommen wir mal zum Fazit. Zum neuen Update in der Version 1.5 für das Kraka Tandem Add-on für Scania RJL, entweder die RS oder die R4 Variante. Wir haben eine Menge an Aufbauten mit Kühler, ohne Kühler und mit Verkleidungen, Seitenverkleidung, Heckrückleuchten. Also da habt ihr wirklich eine Menge Auswahl. Und da könnt ihr so ein bisschen spielen. Ihr braucht natürlich noch das Trailer-Add-on. Stelle ich wie schon gesagt alles unter der Beschreibung rein, damit auch die
passenden Trailer dazu findet. Könnt halt dann ganz normal PDF fahren oder halt hier diese lang, ja, die Langtrailer halt, wie ich jetzt einen dran habe hier. Also Liegeleine in dem Fall jetzt ja hier. Und dann schön Roadrunner gehen. Den Scania an sich könnt ihr ja pimpen, das ist ja der von Ariel, das ist Standard im Prinzip. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erwähnen. Dann würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß damit. Lasst einen Däumling da. Und bei Fragen einfach kommentieren. In diesem Sinn, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.